Also Auffälligkeiten waren insofern, dass einmal die Ausstattung der Baustelle von Siemens KWU wirklich perfekt war. Nämlich insofern perfekt, ich kann das beurteilen, weil ich auf Schwesternkraftwerke auch in Deutschland war und die haben bei weitem nicht so eine hochwertige Ausstattung gehabt wie wir, sei es Büro, Mannschaftsräume, ja, viele Dinge. Auch die Ausstattungen, die mich betroffen haben, mit den technischen, also wie Autokran, Stapler, einfach eine Infrastruktur vom Feinsten, wirklich vom Feinsten. Ja. Und was wirklich noch bemerkenswert war, die Entlohnung der Leute. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Also es ist so, am Anfang war das vielleicht die Ziffern in der, also von der Arge kann ich es nicht sagen, da müssten sie selber Recherchen machen, aber von der Siemens Bauleitung mit den Monteuren waren wir am Anfang 74 vielleicht so 150 Leute und 1976, 77, wo die großen Proteste in Deutschland schon losgegangen sind, wo die AKW-Baustellen geschlossen haben werden müssen, ja, sind natürlich irrsinnig viele Siemens-Monteure zu uns gekommen, weil sie es nicht untergebracht haben in Deutschland. Ja. Sie wollten es nicht kündigen. Ja. Zum Teil waren sie auch wirklich sehr wertvolle Mitarbeiter, aber es ist wirklich so aufgestockt worden, um ein Beispiel zu sagen, wir haben einen Kaufmann gehabt, der war Dr. Herr Fischer, und auf einmal haben wir drei Kaufleute gehabt. Die Qualitätsstelle, die zuständig war für die Qualitätskontrolle, waren 10 Leute wirklich hergekriegt, auf einmal waren wir 40. Also, das ist so explosionsartig gegangen, das kann man sich fast nicht vorstellen. Also das ist, ja, also, und was dazu noch kommt, also, diese Leute waren nicht alle qualifiziert. Ja, also, wir haben einen Armaturenmonteur, einen Spezialmonteur gekriegt von Deutschland, und den haben wir erst die Siemens-Monteure aus Wien sagen müssen, dass bei einer Armatur auch eine Stoffbuchse gibt. Ja, also, das war. Und da sind meine ersten Zweifel gekommen, ob das wirklich das Richtige ist. Das ist der Portier, die Zufahrt zur Kraftwerksbaustelle. Das war die Arge-Bauleitung. Daneben sieht man die Siemens-Bauleitung. Das ist die Traglufthalle, die zu unserem zum Materialbereich gehört hat. Hier waren 4 Baracken. 2 davon waren Lagerbereich. Eine war E-Technik. Und die 4. war Schlosserei. Ja. Da waren schon die ersten Fremdfirmen angesiedelt. Da war der Bereich mit den Kabeltrommeln. Wir haben eine eigene Firma gehabt, die nur die Kabeln gezogen hat. Ja. Also das hat nicht irgendein Elektriker gezogen, sondern das hat wirklich jemand gezogen. Ja. Also eine Firma, die einen Plan gekriegt hat und so weiter. Da waren Mannschaftsbaracken, da waren 2 Bürobaracken für die deutschen Monteure, KWU-Monteure. Ja. Und da sieht man schon den Komplex vom Kraftwerk und vielleicht eins nur, was ich nur vielleicht dazu sagen darf. 1978 war das berühmte Spiel Deutschland gegen Österreich in Cordoba. Und da hat der Edi Finger Junior, Senior, hat kommentiert. Und wir haben gewonnen, 3-2. Und endlich haben wir sie einmal am nächsten Tag bei den Deutschen revanchieren können. Plakate, Transparente, Zufahrtsstraßen, das Reaktortor angeklebt, ja. Und diesmal waren wirklich wir Ösis, die halt auf die Nacht ein Bier getrunken haben, weil sonst haben ja die Meister Bier getrunken, ja. Aber da haben wir gefeiert. Also vom Saulus zum Paulus, das ist ganz klar, weil es sind dann immer mehr Berichte, ob es Pseudo oder nicht waren, von den deutschen AKWs gekommen. Unfälle, Gebrechen etc. Und das hat auch bewirkt, dass auf der Baustelle das Umdenken von Leuten, die dort einer Geld verdient haben, wirklich nicht mehr überzeugt waren von dem Ganzen. Der zweite Grund, warum, war bei mir die Lagerung des Atommülls, die nicht geklärt war. Das war für mich der ausschlaggebende Grund, weil man kann nicht irgendwas produzieren, was man nicht wirklich beherrscht. Und das dritte war dann die politische Entscheidung von Bundeskanzler Kreisky, weil der gesagt hat, okay, wenn ihr nicht richtig losstimmt, dann gehe ich. Ja. Und das war mir mit ein Grund, sagen wir, das war der dritte Grund. Es war ja für die Leute, die, sagen wir, Siemens KWU-Bauleitung betroffen haben,
ja, von vornherein klar, dass die nicht übernommen werden von der GKD, also dem Betreiber dann des Kraftwerkes. Ja. GKD war eine eigene Gesellschaft. Wir sind da in Wien von der Markarellstraße weggefahren mit dem Autobus. Die Ingenieure, Diplom-Ingenieure, Doktoren und sind am Abend wieder nach Wien oder in die Ortschaften halt zurückgefahren worden. Ja. Aber von den Leuten, die da bei uns beschäftigt waren, hat eigentlich kaum jemand ein Angebot bekommen, dass sie übernommen werden. Also das hat es fast nicht gegeben. Also für mich war natürlich ein erfreuliches Erlebnis, das muss ich auch sagen, weil so abgestimmt worden ist, weil ich nicht überzeugt war mehr von dem Ganzen. Ja. Und ich habe mir eigentlich Sorgen machen müssen, was mache ich jetzt nach dem Kraftwerk. Ja. Und nachdem ich bei Siemens Wien angestellt war, ja, habe ich natürlich gehofft, dass ich dort übernommen wäre und habe aber jetzt dann nur bis zum 31. August 1979 auf der Baustelle gearbeitet. Ich war der Letzte, der auf der Baustelle gegangen ist. Und habe die ganze Abwicklung von den Reserveteilen, die zum Teil bei der Produktion gleich mitbestellt worden sind, die waren zum Übergehen an die GKD. Ja. Das war eine sehr lässige Arbeit und auch die Auflösung des Inventars, inklusive der ganzen Werkzeuge, die da waren. Das war zwar eine herausfordernde, weil natürlich großes Begehr war. Jeder wollte einen Teil von dem Kuchen haben. Ja. Und das war dann wirklich eine Aufgabe, die mir ganz gut gefallen hat, weil man gedacht hat, okay, funktioniert hat es eh nicht. Und jetzt wird hoffentlich die Siemens Wien dann sagen, Kastner, du kommst jetzt noch in einen Siemens Wien rein. Ja. Nein. Also die Baustelle war vielleicht, also wir hätten sicherlich eine große Verzögerung gehabt, das behaupte ich einmal, weil ich doch sehr nah am Geschehen dran war. Und es war vielleicht, den Grad können vielleicht andere von der GKD sagen. Also ich sage, es war nicht einmal zwei Drittel fertig. Ja? Es war im heißen Bereich, also alles, was, wo wirklich dann Atom produziert worden war, sehr viel nur zum Aufarbeiten. Und es hat sich ja die Technik auch so rasend geändert. Nicht? Man muss sich vielleicht vorstellen, KWU, Kraftwerksunion, war der Zusammenschluss von Siemens und AEG damals in Deutschland, große Firmen. Die natürlich, die Siemens hat den Druckwasserreaktor produziert und die AEG den Siedewasserreaktor. Ja. Beides hat was für sich gehabt, wir haben einen Siedewasserreaktor gehabt. Und da war natürlich das heiße Bereich relativ groß gegenüber einem Druckwasserreaktor. Und ich war ja doch in ein paar Schwesternkraftwerke und ja, es ist schon, man hat schon gespürt auch da draußen, dass da manchmal Bedenken da sind. Also für mich persönlich war es sehr wert für das Kraftwerk. Vieles, was ich später in meinem beruflichen Umfeld dann noch gebraucht habe, habe ich sicherlich dort mitbekommen. Charakterlich, weltoffen, in meinem Fach, ja, sich weiterbilden, habe ich alles wirklich später wirklich verwenden können. Und was dazugekommen ist, ist nur mein persönlicher Bezug ist, diese Bauleitung ist ja relativ lange noch gestanden. Und unter der Bauleitung, die ist auf Stelzen gestanden, waren unsere Parkplätze. Und mein Kennzeichen N677-357 ist noch sehr lang an der Baracke gehängt. Ja. Und immer, wenn wir mit den Pferden vorbeigeritten sind, habe ich halt wirklich ein bisschen maulen können und gesagt, schau, da war sie. Ja. Und ja, das war wirklich so. Und für mich persönlich, wie die Baracken verschwunden sind, darum war dieses Foto. Ja. Für mich so wichtig gewesen, um jemandem zu zeigen, schau, so war es einmal. Ja? Und das war für mich schon, jetzt, dass dieser Dr. Riegele das Pyl mir geschickt hat, für mich sehr wertvoll.